Ich will einen Chieftain, der hier reinfährt. Einen, der hier reinfährt. Mach ich. Einen, der die die Scharte hält. Hier außen drei Heavys, die das halten. Ein Chieftain, der letzte fährt hier, und der Rest fährt auf den Berg. Auf geht's. Er steht ganz links. Beziehungsweise wir brauchen noch einen Achter. Pass auf, ich krach gleich nach vorne hier durch. Der zweite kann dann da abbiegen. Viel. Ja, du nimmst außen. Oder ich bin getrackt und nehme nicht außen. Okay, einer von euch noch zu acht. Brecht mal ab, brecht mal ab. Ich fahre mit. Pusht mal dagegen. Ich fahre als einziger auf den Hill. Ihr von hier pusht alle dagegen. Werden da wahrscheinlich durchkrachen. Airstrike ist ready in 5 Sekunden. 3. Brauche ich auf Innenseite gleich Hilfe. Ja, was machen Leute, ne? Naja, ich brauche Hilfe. Hier sind gerade 5 Leute mit mir beschäftigt. Hier, die Mädchen in der Mitte alle, ne? Ja. Ich sag's ja schon seit einer Stunde. Und 40, one shot. Nehm's. 260, one shot. Oh mein Gott. Den STB noch killen, bevor der. So, einfach mal hinterher fahren hier. Ja, fahr da mal rein. Ja, auch schon. Okay. Meine Hoshi. App sollte ja eigentlich nicht klappen, oder? Richtung G-Cap gehen, Leute. Jo. Ja. Haben wir. Einfach aus der Mitte, das sollte klappen. Gleich ein EBR-Problem. Von hinten? Du fährst du rein oder scharf ums Eck? Du müsst da rein. Du musst erstmal G-Cap bringen, erstmal den. Ja, fahr doch mal, mach dich doch mal tot dann. Ja, brauchen wir uns nur noch reinstellen. Da eigentlich nur drauf. BZ. Edit. Dann knapp werden mit dem Cap. Ah. Ich bin so schlecht. So, jetzt muss man den noch finden. Keiner. Jo, Griff. Oh Mann, Melko, ey. Wirklich. Moin, Erzbeck. Ja. Sommer kriegt man schon. Muss auch mal Schaden machen. Ja. Habe ich gehört. Right. Ah, damit bist du für die nächste Runde qualifiziert, würde ich sagen. Wir lassen den Hill. Brauchen 3 EBRs. Ist ohne Arti, würde ich sagen. Oder, warte mal, nee, nimm eine Arti. Ansonsten ist das Setup eigentlich schon fast okay. Ich würde halt den STB noch tauschen gegen Chieftain kann er spielen. Ja, von mir aus. Brauchen wir ein bisschen schnelleres Zeug auch, wenn wir hier oben das pushen eventuell. Stellen wir am Anfang 2 Chieftains hier hin. Einen 277er hier unten rein. Mach ich. Und der Rest nimmt erstmal einfach nur ab, weil die Gegner EBRs kriegen. Und danach verlegt ihr euch dann hier hoch. Dritte EBR fehlt noch. Oschi, du hast einen. Irgendwer muss sich. Wer ist einen, dann suche ich mich den hier, wenn ihr. Dann mach das mal. Ja. Mal. Irgendwo steht die Sau. Jetzt haben wir immer noch eine Arti drin. Ist doch eine Arti? Hab ich das überhört? Oh, ja. Okay. Kopfgerät, was geht ab?
Okay. Oschi, du spottest mir den Hill. Guckst, wie viel da hochfährt. Ja. Ich beam da auch direkt rauf, ne? Oder was? Ich fahr durch. Nein, du spottest den Hill. Nur spotten. Okay. Ansonsten ziehe ich direkt hier rein mit meinem EWR. Und der andere kann eigentlich direkt hier an den Stein ziehen. In der Mitte. Dann guckt er halt, dass er, wenn wir die Gegner erst irgendwie aufregen, dass wir die rausnehmen. ESG Metz fährt E8. Ne, wir fahren hier rüber. Ja. Einfach erstmal zielen. Alle. Neo, mitkommen. Hier rüber. Zwei Chieftains hier hin. Wer links spawn, fährt links. Nice, was. Gehen auch in der Base hart. Hier ist der EBR hier oben rechts. Noch einer. Ah, shit. Okay, ich glaube, die fahren nicht auf den Berg. Nimmt euch mal einen Bär. Komm, Oschi, guck mal aggressiver, ob dir was kommt, ob da noch was ist. Fass hier unten so durch am besten. Kriegen wir nochmal Hitze auf den Typen da? Sollen wir den Berg nehmen? Chieftain, ja, ist getrackt. Wir nehmen jetzt den Hill. Chieftain ist wieder getrackt. Naja, warten. Dann kommen. Zweit sind wir auch ein bisschen. Oschi, hast du mal von hier unten um die Ecke geguckt, ob da was steht? Ich kann halt alles offen halten da, ne? Müsst halt gucken, dass er irgendwie in Position kommt, um die abzuschießen. STB steht raus. Bomber, kommst du hinterher auf den Hill? Hm. Wart mal mit den 277ern hier hoch. Oben ist es momentan nur der EBR. Einer fährt in die Mitte hier ran, bis da. Der Rest pusht die obere Seite. Hier vorne steht irgendwas. STB ist auch noch einschießbar. Hm. Nice. Hier außen steht was im Gebüsch. Hm. Ist in der Fahrt reinballern, Brombeer. Der zweite EBR von hier, guck mal, dass du hier ein bisschen bis da reinkommst und eventuell die Spots hier hinhältst. Nur unten runter, einmal eine Kurve ziehen hier, könnte ja, ich. Guck hier mal, steht ja, was ja. drin, aber ja, keiner schießt. Ja, hinter dem Stein nicht, oder dass was? Du da kassierst, Hoshi. Ja, hinter dem Stein. Du brauchst nicht kassieren, Hoshi, dafür. Ist nutzlos, kann keiner schießen. Ja, da habe ich gerade reingehalten mit der Adi. Ja. Rennt schon. Das ist schon. Alles, SCB ja, da hinten. Rennt schon weg, okay, da oben. Der Chief auch nochmal hier rüber verlegen mit dem 277, dass wir den Fighter nicht verlieren. Kann er striken da? Ja, ist vielleicht auch. Ja. Okay, wir brauchen dann jetzt hier vom 3 vom Hill runter, die so langsam hier rüber pushen Richtung behind Base. Wir sind nur zu dritt auf dem Hill, dann ist keiner mehr hier. Ja, ist okay, dann. Die beiden hier von hier vorne auch. Ihr pusht alle, die hier pusht sind, pushen Richtung deren Base, aber wir können das hinten sowieso nicht mehr deffen. Wir müssen jetzt deren Base taken. Oh, Artischlag ist raus hier auf die. Auf A3. Track. Push kommt hier oben. Track. Ja, lass sie kommen. Fahr da nicht dumm rein. Nochmal getrackt. SCB. Nochmal getrackt. Ja, oh, nice. Wollen wir nicht schilden? Komm, das vordere Objekt. Ich mach's. Wie sieht das da aus? Kriegen wir das hier irgendwie? Neo, du musst weiterfahren. Fahren, nicht anhalten. Wir müssen deren Base cappen. Überrennen die uns. Auch wir die EWRs jetzt fighten, ne? Nicht mehr spotten nur, sondern fighten. Also Kerl, Schrott. Ja. Kriegen wir die Base? Es ist wichtig, dass wir die Base kriegen. Wenn wir die Base nicht kriegen, haben wir es nicht gewonnen, ansonsten. Na doch, wir kriegen es. Es muss halt nur der EBR raus, damit er uns nicht decapt. Der will jetzt ja, Hoshi, muss der andere EBR das irgendwie machen. Macht auf jeden Fall jetzt einen Triple Cap. Warum stehst du mit dem Chief denn hier noch rum? Ja, ich fahre. Er ist ein bisschen spät losgefahren. Brummer, du blockst ihn, ne? Ich kann nicht schießen. Brummer, du blockst ihn immer noch. Ich kann nicht schießen. Mach ihn einfach weg, Brummer. Ist alles gut. Oh, Leute. Nicht decapen lassen, bitte. Ja, es. Boah, jetzt ist durch. Sehr schön. Durch. Haben die noch einen Strike? Nee, ne? Nee, Strike ist raus.
Na, trotzdem nochmal verlegen. Stellt euch safe hinter dem Bunker, hinter den Steinen. Rumbeer entgegenfahren. Der Kram rüstig. Falls da irgendwas kommt, in der Mitte. Rechtzeitig auch mal. Der kann nicht schauen. Der einzige, der ist der STB. Okay, ein Chief, der hier hochfährt, hier in die Mitte, an die Häuser hier ran, will ich drei Chieftains. Wir lassen die Arti weg, Triple EBR bleibt. Ein STRV, der hier spielt. Könnte ich noch mit dem Chief machen, wir hätten sonst noch einen Chief über. Noch 1, 2, 7, 7. Na, warte mal, lass mal ein oder zwei. Immer noch 2, 2, 7, 7, der Rest mit Mediums. Racer, ready up. Oh, sorry. Hallo, Harry. Okay. Also, mein Ziel ist es, die Kongs von denen zu killen. Möglichst schnell. Fahren wahrscheinlich hier hin. Wenn sie oben spielen, dann verlieren wir einen Chieftain, das ist aber nicht so schlimm, glaube ich nicht, dass sie es machen. Ich denke, die werden KA0 spielen. Es kann natürlich sein, dass sie auch mit ihren STBs hier hochkommen, dann ist das ein Chieftain tot, das ist egal, der Rest fährt hier rüber. Und ich will das dann auch, dass die beiden 277er, wenn hier der Spot ist, dass sie eventuell versucht, auch unten rein zu krachen. Und zwei Mediums fahren auch direkt hier rüber. Ja, und versuchen von da aus Zeitschutz zu geben, plus zwei Lights fahren hier rüber. Ich bin der einzige Light, der oben die Ecke spottet, okay? Die anderen Mediums, ihr fahrt halt bis hier, sodass ihr auf das schießen könnt, was da ist. Nehmt euch aber nichts K0, ja? Der Stützwagen spielt es halt von hier. Ich glaube, das war's. Bald. Sind die Gegner gekauft oder warum wusstest du das? Das ist Standard-Move. Die spielen halt Standard. Hat die hat. Oh, die haben, glaube ich. Ich weiß nicht, ob die mit STBs weitergefahren. Ich guck mal eben. Ja, komm, hier ist einer weitergefahren. Sind sie doch alle unten, das ist doch nice. Ja, ja. Wir fahren so ab. Ist jetzt halt hier alles runterballern. Die starke Frau ist von denen. Party ist offen. Das kommt hier unten durchgerauscht. Ja, jetzt einfach, ab, einfach abfarmen, ne? Einfach abfarmen. Damage machen. Er ist die getrackt. Der S-Kong ist Kanonen getrackt. Rauszunehmen, wenn es geht. Der S-Kong ist tot. Hier wird ein Lowlife S-Kong, wenn er dran kommt. Sieht doch gut aus. Das Ding ist halt, wenn sie zum Beispiel vier Kongs haben, die haben ja nicht so viele Möglichkeiten. Entweder stellen sich halt Halldown hinten rein. Oder sie machen halt genau diesen Move, den sie jetzt gemacht haben.
Dass natürlich jetzt alle unten ins Loch gefahren sind, auch mit ihren Mediums, ist natürlich. Das ist natürlich ein Fehler gewesen. Ja, also selbst das. Track. Ja, super. Kriegt man nichts ab hier. Schrecken. Kannst ja nicht schießen so schnell. Einfach mal besser sein. Ah, ich hab's alle nur getrackt für euch. Okay. Alle, die einen Chief haben, Mitte. Ansonsten reichen zwei Lights auf der Map definitiv aus. Ich würde jetzt wechseln. Jetzt. Mach das. Im STB noch. Wir spielen 1-2er. Wir schicken hier die 277er durch, so wie wir das schon mal in der Kampa gemacht haben auch. Chiefs dann bis hier in der Mitte ran, ne? Stellen hier eine STAV hin. Lassen die Arti wieder weg. Und ein Light spottet es hier und ein Light spottet es hier. Mit dem STAV oder, die Einzellinie oder runterschießen, oder? Ja, du wirst, in der Regel werden die die Mitte overpushen, wenn sie nicht dumm sind, und dann hast du halt Free Farm in die Mitte rein. Weil, kriegst halt in der Regel dein Damage da schon rein. So. Nee, ist ja nur die Frage, wo du mich haben wirst, weil dann stelle ich mich ein bisschen anders. Doch, das sieht doch nett aus. Nice try, Brombeer. Sparing Partner. Herzweck, Alter. Wichtig, ne? Ihr steht hier mit den Chiefs. Also so da am Anfang. Und wenn wir dann das hier haben, dann könnt ihr hier rüberziehen. Ja? Das ist gut, schon machst du jetzt rechts oder was? Ja, ich stehe rechts, mach ich rechts. Ein EBR muss definitiv das hier spotten. Nicht zu aggressiv, aber gucken, dass du das definitiv siehst. Wird ungefähr hier oder so eine Runde drehen. Alle schon mal hier rüber, eben mit den 277ern auch. STB kommt auch mit hier rüber, ne? Wir brauchen da mehr Kanonen. 6-6 Kanonen könnte reichen, hoffentlich. Sollte reichen. Direkt hier ab, eben, den Typen. Einfach außer Fahrt schießen, scheißegal. Wenn es nicht trifft, trifft es halt nicht. Also. Nice, verschwindet. Okay, sehr gut. Okay, die scheinen die andere Seite zu spielen. Ist gut. Wir ziehen das hier direkt durch. Nehmen uns K0, K1. EBR in der Stadt. Du kannst dich schon mal verziehen nach A6. Und ja, ihr spielt einfach das Haus hier und die Mitte. Ist gut, wir machen mal ein bisschen langsamer. Das kann ich selber machen, glaube ich. Kann auch sein, dass sie da gar nichts in der Ecke haben. Dann reicht das, wenn wir hier ein, zwei Tanks, die das halten haben, und der Rest kann dann darüber flacken. Sorry. Kein Problem. Hoshi, komm, wir tauschen. Ei. Komm hoch, ich fahr A6. Bist du denn ganz? Achso, da hinten. Bist du noch voll oder was? Nee, ich bin fast down. Der EBR, der Gegner, hat mich voll gerammt. Ein Hit und dann. S-Track. Nee, wir tauschen hier gar nichts mehr. Ich muss sehen, dass ich wegkomme. Ich bin auf. Ja, da kommt Medium. Holt euch diese Ecke hier und farmt dann von der Ecke da rein. Vielleicht damit, kannst du noch unspotted hier mit damit wir die ordentlich nach hinten rausgepressured kriegen, die Typen. Zur Not mit HE oder so, wenn es nicht anders geht, auf die Kongs in der Mitte. Ja. Schief und so. Sind wir hier einen Spot drauf? Nee, ne? Ja, wir haben hinter uns noch. Pass auf, Brombeer, was machst du? Könnte ja, hier noch was sein, dann kriegst du in die Seite. Das ist zu aggressiv, der Move. Wenn du Pech hast. Also, das geht nur gut, wenn die nichts hier haben. Nee, haben wir noch einen EBR, der mal hier hinten rüberfahren kann? Einfach mal von hier den Spot. Ja, mach ich. Einfach auch von mir aus auch einfach nur einen Busch oder so suchen, ja? Wenn du dann da. Ja. Da ist noch ein EBR auf dem Feld. Da ist ein EBR.
Oh, sie können halt alle von hinten reinschießen, weil wir keinen Spot haben, Alter. Ah, gelb, lass es 140er links. Ja, Alter. Ich weiß, dass es da ist. Ja, lass da drauf schießen. One-Shot. Der Typ. Ist raus oder nicht? Nee, ist One-Shot. Noch drin. Hier mal reinblenden aus der Mitte. Ja. Links vom Haus, rechts vom Haus, in die Büsche da. Okay. Wir machen jetzt folgenden Move gleich. Die Heavys von hier, ihr pusht jetzt hier unten rein. Und wenn die Heavys hier beschossen werden aus der Mitte, dann zieht ihr mit den Heavys hier vor und macht das weg. Okay. Bob auch. Schon unterwegs. Ihr fahrt jetzt wieder. Ja, das gefällt mir aber nicht. Ihr seid voll weit hinten und die anderen sind wieder weit vorne. Jedes Mal ist es irgendwie so, einer fährt, da ist ein LBR, komm, mach mal raus. Nice. Und durch die Ecke, so Atze, komm mal mit mir jetzt hier mit. Über die rechte Seite, so, ihr holt euch jetzt die Ecke da, pusht dann da weiter und macht dann von da aus ein Kreuzfeuer auf den Scheiß da. Mach locker. Wir brauchen erst die Heavys da in der Ecke. Okay, ihr pusht auf das 260 weiter drauf. So, und jetzt müssen wir in der Mitte mal Druck machen auf den Scheiß hier, damit die nicht Sideshots geben können die ganze Zeit. Deren Art, ich schlag es raus. Oh Gott. Was geht denn auf? EBR vielleicht von der Seite was machen. Ja, ja, ich versuche da hinzukommen. A260 mal rausgehen, danke. Ach, Scheiße. Hier sind relativ viele Leute, Spieß, da müssen wir mal fokussen. Bonke ist One-Shot, 260 ist One-Shot. Chieftain ist theoretisch One-Shot. Nice. Ich bin hier unten gleich raus in der Ecke. Ja, sieht doch gut aus, sieht doch gut aus. Ja, können sie nicht mehr, können sie nicht mehr. Ja, saufen. Ich glaube, er geht's ja so. Ja. Ja. Report. Moin! Er kommt wieder raus. Auch Abbrille vergessen. Tief genug das Ding. Warte, der Gegner ist links. Ich will dich ja abdrängen, wenn du nichts abkriegst. Nein, ich krieg ihn nicht mehr. Ich hab ihn nicht getrackt. Gleich in Bunker. Ah, jawohl. Sehr schön. Ja, das waren dann 25 Minuten und es ist vorbei. Oh nein. Dass ich das nochmal erleben darf hier. Ja, damit das einfach straight durchgeht, oder? Das war cool. Atze, du hast so ein Glück, ne? Hab ich auch gerade gedacht. Alter, ich hab Ration drin, ich hab keinen Feuerlöscher, ne? Du hast nur Glück, dass die Runde vorbei war, sonst wärst du jetzt blau. Raus, weil ich gestorben wäre davon.